selber so anfangen. So, herzlich willkommen erneut aus Blitzhausen. Nach 5 Jahren haben wir es mal wieder geschafft, Christina Hering vor die Kamera hier zu holen, kann man schon fast sagen. Das letzte Mal sind wir sehr weit geflogen, das war nämlich in Rio gewesen, 2016. Und jetzt sind wir hier nur in Blitzhausen. Also das ist, ich weiß nicht, ein Zehntel des Weges oder sowas. Ja? Oder hast du so eine Entfernung so parat? Also auf jeden Fall. Also wir kommen aus Leipzig, das sind ungefähr 600 Kilometer. Wir waren es heute 230, also bin direkt hergekommen und fahre auch gleich wieder heim. Okay, und für uns 700 mal 10, 7000, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, aber egal, über den Atlantik. Also, schön, dass das klappt. Du bist zweimal hier gestartet, innerhalb von einer Stunde oder sowas war das nur? Ja. Halbe Stunde, also schnelles, intensives Programm über die 600 und einmal über die 300 Meter. Wie waren erstmal die 600 Meter? Den hast du gut gewonnen, den Lauf, aber nimm uns doch nochmal mit. Ja, also ich wusste, dass ich gut drauf bin. Der erste Wettkampf ist immer aufregend und die 600 ist wirklich eine taffe Disziplin, weil man doch einfach wirklich richtig schnell angehen muss. Und dann wird es natürlich richtig hart auf den letzten 200. Ich meine, ich bin 56 tief durch, also es ist schon ordentlich schnell und dann nochmal eine 30 drauf. Das lässt auf jeden Fall hoffen, dass die Form für 800 auch stimmt. Und das Laktat war auf jeden Fall da, aber ich glaube, es war jetzt nochmal ein richtig gutes Training, dann nochmal die 300 drauf zu laufen. Ja, und vor allen Dingen auch mit Jackie als Tempomacherin, das ist natürlich auch immer ganz cool, ne? Wenn man da die ersten 400... Sie perfekt gemacht, also wir hatten uns ja davor abgesprochen und ich bin total dankbar, dass sie sich da heute als Edelhase hingestellt hat und das hat sie wirklich top gemacht. Und soweit ich weiß, sehen wir uns auch bald über 800 wieder und dann hoffe ich natürlich, dass es auch wieder so gut klappt. Ja, und dann die 300 sind natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? Da hat man schon gesehen, das ist ein bisschen anders, ja? Ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich ein bisschen schwammige Beine noch hatte. Also so die ganz richtige Spritzigkeit, die man für die 300 braucht, haben dann doch gefehlt. Aber ich werde nächste Woche endlich mal wieder über 400 Meter an den Start gehen. Und ich glaube, da war das halt nochmal gutes Training. Nächste Woche werde ich mir dann auch nochmal eine Startblock-Einheit gönnen. Und dann hoffe ich, dass das nächste Woche eine richtig gute Zeit wird. Es geht ja auch um die Olympianorm nach wie vor, ne? Also du, so viel, oder? Ich hab sie. Genau. Du hast sie, also das war 2019. Aber okay. Natürlich möchte ich trotzdem auch zeigen, dass ich auch schon sozusagen im Vorfeld fit bin. Außerdem haben wir ja auch schon in knapp einem Monat die deutschen Meisterschaften und das ist natürlich auf jeden Fall das erste Highlight diese Saison. Ja. 1,59,50, ne? Das ist natürlich schon eine Ansage, ja. Ja, also das war, der Tag war wirklich ganz, ganz besonders im August. Also als ich diese Zeit gesehen habe, da ist so viele in Erfüllung gegangen. Bestzeit nach 4 Jahren, unter 1,59,50 und damit gleichzeitig für Doha und die Olympischen Spiele qualifiziert. Also das war wirklich super emotional. Ja, ich komme immer ein bisschen durcheinander, welche Zeit noch zählt und so weiter. Das ist ja, wirklich sehr verwirrend für uns alle. Also ich hoffe, dass es jetzt möglichst fair auch abläuft, der ganze Qualifikationszeitraum jetzt noch. Und dann wirklich auch die Athleten und Athletinnen fahren dürfen, die dann auch wirklich jetzt fit sind und halt nicht vor 2 Jahren nur ihre Leistung gebracht haben. Also. Darum kämpfst du, ich meine, weil es schon eine Weile her ist, aber du bist ja auf dem super Weg, das muss man doch so sagen. Und dann gilt es eigentlich, sich nicht zu verletzen und dann halt noch die Form weiter aufzubauen, ja, in Richtung Tokio. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, verletzungsfrei und gesund bleiben. Und dann, freue ich mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Monate, die bestimmt ereignisreich werden. Genau, hier die Dopingkontrolle wartet schon. Also vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die nächsten Rennen, ja? Dankeschön. Ciao.